Friedrichsdorf. 8. September 2016. Und hier tut sich was. Hinter dem Gebüsch. Hallenbau. Und links noch mehr. Also auf der Rückfahrt kann man es besser sehen. Oldesloe. Mann auf dem Fahrrad, den begrüßen wir mit Salam Aleikum. Alles vernünftig begrüßen hier.
Er ist aus dem Orient und wir freuen uns drauf, ihn hier zu begrüßen. Zigaretten gibt es da auch oder hier zumindest wird alles gestellt. Ja, ist alles frei und das ist gut so und das soll so bleiben. Also im Prinzip die erste Person, die wir hier gesehen haben in Oldesloe, jemand aus dem Süden. Mal sehen, ob es noch besser wird sozusagen und noch mehr zu sehen sind. Denn wir freuen uns immer, denn wir wollen ja auch in 22 Jahren, da komme ich schon durcheinander, ich glaube es sind nur noch 21, ne? Ja, da will ich ja Muslim werden und dann freue ich mich auf meine Kumpels aus dem Süden. Da freuen wir uns schon drauf. Links einmal guten Tag. Und hier die Dame auch irgendwie. Shalom wahrscheinlich. Sagen wir mal Shalom. Hier rechte Seite ein zweifaches Salam Aleikum. Das ist Bad Oldesloe, eine Kurstadt. Sehr gefragt. Unter Zuwanderern hier auch jemand. Wahrscheinlich. Sagen wir mal guten Tag. Ganz sicher kann es nicht sein. Links zweimal Salam Aleikum, nochmal Salam Aleikum. Rechts einmal Shalom, links einmal Guten Tag. Noch rechts einmal Guten Tag. Oh, das ist richtig anstrengend hier. Einmal Guten Tag, rechts oben. Das ist richtig spannend. Wenn man durch Polen fährt, dann muss man immer nur Dzień dobry sagen. Das wird ganz langweilig. In Polen gibt es nur Polen. Also 99% sind dann nur Polen. Mindestens. Oder noch mehr. Ja, das ist ganz. Sie haben alle anderen weggeekelt. Das haben die Polen gemacht. Weggeekelt, rausgetrieben mit Knüppel und mit Pistolen. Aber jetzt haben sie da erstmal sozusagen ihr Dzień dobry den ganzen Tag, den sie da, dass sie da sagen können. Na, sie haben auch ihre Pizzerien und so, die machen sie alle selber. Wir brauchen da keinen Italiener dazu. Jedenfalls in Polen ist es so. Polen ist auch eines der wenigen Länder, wo es nur Leute gibt aus dem eigentlichen Kerngebiet, also Polen. Polen ist Polen. Aber hier ist Bad Oldesloe. Man kann da ein bisschen abschweifen, hier rechts ist die Polizei. Eingebunkert natürlich. Hier ist auch jemand aus dem Süden, wir begrüßen ihn mit Salam Aleikum. Ja, ich erzähle manchmal ein bisschen, ich war auf großer Tour nach Russland, Sibirien, mit meinem kleinen Auto. Dies ist jetzt hier mein großes, etwas moderneres, was ich jetzt fahre heute. Das liegt aber an dem Hund, den ich damit habe. Der hatte sich da gestern irgendwie in so Dreck gewälzt und der stinkt so. Und er soll lieber hinten sitzen. Soll nicht vorne auf dem Sitz platziert sein. So, und jetzt haben wir hier allerhand schon gesehen. Wir haben im Prinzip so gut die Hälfte Muslime in Oldesloe. Jedenfalls im Straßenbild. Und das finden wir gut. Wenn du jetzt nämlich durch Russland fährst, dann hast du auch plötzlich so ein blaues Schild, steht da, und dann You are entering the Republic of Tatarstan. Und Tatarstan ist eigentlich genau das gleiche wie Turkistan. Ne? Da sind die Hälfte, mindestens die Hälfte Türken da und dann haben sie eine eigene Republik plötzlich. Mitten in Russland, an der Wolga. Aber alles gute Straßen da, zumindest in Kasan. Oder Kasan, wie das heißt. Das ist gut da. Auch eine Kirche gibt es auch, aber haben sie noch gelassen. Aber drei Moscheen waren auch. Jedenfalls, so wie ich mich erinnern konnte. Das wird dann hier auch kommen, das werden große sichtbare Moscheen werden hier entstehen in Oldesloe. Das kann ich euch gleich sagen. Und die Kirchen werden abgebaut. Rechts einmal Bambani Apatakati. Ja, das ist die Sprache der Zulu Hottentotten. Die kann ich nämlich. Habe ich mir extra angeeignet. Das ist die Begrüßung und heißt so viel wie Guten Tag, hallo, wie viele Löwen hast du heute schon gefangen? Das ist natürlich ein bisschen lustig gemeint, aber da kann ich nichts für, das habe ich einfach nur so übernommen. Das ist da wohl die
Standard-Begrüßungsformel. So Namibia und so, ne? Da ist er. Hottentot. Wird da gesprochen. Südafrika. Ja, wir wollen alles begrüßen. Und wir haben allerdings auf meiner großen Russland-Tour 31 Tage Polen, Baltikum und Kasachstan, Russland natürlich selbst auch, Sibirien, haben wir auch dann auch mitgezählt. Wir haben 11 Schwarzafrikaner getroffen. 11 nur, ist ein bisschen unterbesetzt da, das kann man noch sagen. Da müsste man noch mal einen Hinweis darauf geben, dass man da vielleicht auch noch mal hingehen kann, wenn man jetzt sich schon auf die Reise macht, dann, dass man vielleicht über Russland geht oder auch da bleibt. Das ist gar nicht so schlecht da. Das ist auch klimatisch da in der Kalmückensteppe zum Beispiel, ist so wie in Afrika. Ne? Das ist ein Steppengebiet und auch warm. Und im Sommer war das heiß. War richtig heiß. Ja, die Kalmückensteppe da. Die ist übrigens kurz vorne in der Nähe da bei Stalingrad. Ja, wenn wir schon was erzählen, dann können wir auch mal von Stalingrad erzählen. Ja, da haben sie sich damals ja böse was vorgenommen. Das war alles total Schwachsinn. Wenn man das sich mal anguckt, und ich bin da ja nur durchgefahren. Stalingrad, oder jetzt heißt das Wolgograd. Da muss man erstmal durch die Steppe und dann, wenn man von Süden kommt, da war ich ja nur von Süden, hast du da also nichts, eigentlich nichts. Ein, zwei große, kleinere Städte und dann kommst du nach Astrachan. Das ist am Kaspischen Meer. Ob sie da auch waren, weiß ich nicht. Aber vermutlich ja. Und das ist aber auch nicht so groß. Und dann fährst du die Wolga hoch und dann hast du da entlang der Wolga, die siehst du ab und zu dann mal, aber doll ist es mit Schiffen da nicht. Und da hatten sie ja damals gesagt, sie wollen die Schifffahrt zum Kaspischen Meer unterbinden, aber das war Quatsch alles. Das ging nur um den Namen, der Stalingrad. Da mussten dann so viele dran glauben. Nur wegen dem Namen, von diesem Schurken aus Georgien. Dann kam er aus Georgien, war auch der große Führer, aber ich glaube nur 1,60 Meter groß. Ja. So, und dann fährst du rein nach Stalingrad. Da haben sie auch Vororte noch und von Süden bin ich gekommen. Der südliche Kessel hat, glaube ich, am längsten durchgehalten, war glaube ich so. Ne? Ja, es ist eine Stadt, die ist größer als Hamburg natürlich, auf jeden Fall, ausdehnungsmäßig. Und da brauchst du auch mindestens 100.000 Leute, um da irgendwas zu bewirken. Also es war alles Schwachsinn. Und da ist auch nichts, außer ein paar Industriegebäude waren da. Naja, großes Projekt. Ich bin jedenfalls gut durchgekommen da. Ich hab auch ein Visum gehabt. Da hätten sie damals vielleicht sich einfach ein Visum beantragen sollen. Und dann wäre auch nicht geschossen worden. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ich bin da gut durchgekommen. Alles einwandfrei. Oldesloe zurück wieder und hier hat man ehrlich gesagt ein unsicheres Gefühl. Fährt man durch diese Stadt, da weiß ich nicht, da zittert man, friert man. Es ist auch bei Wärme draußen, es ist einfach ein Unsicherheitsgefühl hier, was einen überkommt. Das ist einfach subjektiv gemeint. Wo man sich hier erholen soll, das ist ein Schleierhaft. Aber der polnische Busfahrer, der mir da einmal begegnet ist, der sagte, das konnte ich aber nicht genau deuten, was er damit meinte. Der sagte, kommen Sie nach Polen, hier können Sie sich von den Moschkoten erholen. Das ist einfach nur mal ein Zitat, das hat er gesagt. Kommt, Deutsche, kommt nach Polen, hier könnt ihr euch von den Moschkoten erholen. Und aber ich habe jetzt bei Wikipedia nachgeguckt, Moschkoten habe ich nicht gefunden. Und so, das habe ich gar nicht gefunden, deswegen kann ich das nicht so einordnen, was ich damit gemeint habe. Ob das irgendwie Auerochsen sind, ich weiß es nicht. Oder Moschusochsen.
Gut, das hat er jedenfalls gesagt und das ist vielleicht ein Tipp an die Oldesloher, dass sie da nach Polen fahren. Ja, warum denn? Das ist gut. Urlaub machen an Polen. Einige Orte haben sie sogar bei, wie hieß das noch? Oppeln. Da haben sie sogar noch viele Deutsche und da haben sie sogar die Straßennamen mit Deutsch. Haben sie noch gelassen oder wieder hingebaut? Bei Oppeln war das. Opole. Ne? Das wäre es jetzt aus Oldesloe mit einer kleinen Reiseberichterstattung aus dem Osten. So, das wäre es von Tschüss. So, das ist jetzt hier nochmal Oldesloe. Jedenfalls 8.09.2016. Industriestraße. Links unser Lidl. Es ist jetzt 13:11 Uhr. Aus dem Süden. Wir begrüßen ihn mit Salam Aleikum. Hier längs, rechts. Zwei Damen aus dem Norden mit Moin Moin, mit werden Sie begrüßt. So, jetzt haben wir nicht mehr viel.